Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier in Diablo 3. Wir haben zuletzt die Spinnenkönigin geblättet. Hier sieht man noch die Leiche von ihr liegen. Die war zwar ein bisschen hartnäckig, aber ansonsten kein Problem. Und ja, wir müssen jetzt die junge Dame da aus den Spinnennetzen befreien. Und dazu müssen wir die Giftlache anklicken. Dann machen wir das doch mal. Und Kayana heißt sie. Dann befreien wir mal an die Kayana. Hab Dank. Können wir diesen schrecklichen Ort bitte verlassen? Ja. Dafür, dass sie so schnell weg wollen, sind sie aber ganz schön langsam. Nun gut. Hochlandkreuzung. Das Licht in euch wird stärker. Und wieder ein Stufenaufstieg. Sehr schön. Dann schauen wir doch mal nach. Wir sind vorhin auch in eine Stufe gestiegen. Ich habe in der letzten Aufnahme, und ich habe gar nicht nachgeschaut, merke ich gerade. Wir haben bei der Gerechtigkeit eine Rune bekommen. Entladung. Der Hammer wird mit Blitzenergie aufgeladen und explodiert beim Aufprall. Von der Explosion erfasste Gegner haben eine Chance, betäubt zu werden. Ja, den nehmen wir doch natürlich mit, weil Gerechtigkeit behalten wir ja. Und ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube... Da müssen wir uns nochmal genau mit beschäftigen, welche Rune jetzt endgültig da reinkommt, aber schauen wir zunächst einmal weiter. Bei gesegneter Hammer. Jetzt haben wir endlich die Rune, die wir auch bis zum Schluss behalten werden. Und zwar Blitz und Donner. Der Hammer wird mit Blitzen aufgeladen, die von Zeit zu Zeit zwischen euch und ihm überspringen. Gegner, die von diesem Blitz getroffen werden, erleiden Schaden. Ja, das kann ich ja gleich mal zeigen. Nachdem wir noch die anderen Fertigkeiten geguckt haben. Wir haben... Ja, Weihe, die Fertigkeit fand ich ja nicht so gut. Richturteil. Richturteil. Müssen wir mal gucken. Also Richturteil. Verurteilung aller Gegner im Wirkungsbereich, wodurch sie verurteilt. Ach so, verurteilt alle Gegner im Wirkungsbereich, wodurch sie für kurze Zeit bewegungsunfähig gemacht werden. Das klingt jetzt auch nicht so verkehrt. Ich meine, Blenden, Bewegung, aber in einem Wirkungsbereich, ich weiß jetzt nicht, wie groß der ist. Wir versuchen die Fertigkeit mal. Gleißender Schild macht die ja blind, sind die ja quasi auch bewegungsunfähig. Nutzen wir mal Richturteil. Dann haben wir bei Unterstützung was Neues, ja, Provokation. Wollen wir ja nicht machen, also ist nicht so meins. Gebot der Gerechtigkeit wollen wir ja Gebot der Tapferkeit auch beibehalten, weil es unsere Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Und das sogar passiv, ohne dass wir das einsetzen. Und wenn wir das einsetzen, kriegen wir sogar nochmal einen Bonus dazu. Also möchte ich ganz gerne das behalten. Weil das hier würde nur unsere Angriffe, also... unsere Verteidigung erhöhen und die gegnerischen Angriffe reduzieren. Und dadurch werden wir und Verbündete die dauerhaft geheilt. Aber das ist auch nur relativ minimal. Man kann sich ja auch die nötigen Skills nachher machen. Wenn man Level 70 ist, kann man Paragon-Level steigen. Und dann kann man, ich weiß nicht, kann ich das mal zeigen? Ja, kann man schon zeigen. Wenn man Level 70 ist später und man hat jetzt das Spiel, die Kampagne durch und kann Abenteuermodus spielen, das werde ich alles nachher noch zeigen im Laufe der Zeit, weil damit ihr schon mal wisst, was ich jetzt meine, wovon ich hier rede. Man kann nämlich, wenn man Level 70 ist, noch weitere Level zusätzlich aufsteigen, die werden dann unter dem Bild Porträt gezeigt, also ich glaube, ja, unter dem Porträt müsste das sein. Und dann steht dann da in... Er steht dann, ich weiß jetzt nicht, welche Farbe die Zahl da steht. Auf jeden Fall steht dann nochmal eine extra Zahl für ein Level. Und dann steigt man halt jeweils nochmal ein Level auf. Das geht am Anfang nachher schnell, wie unsere richtigen Level auch. Und das geht, ich weiß gar nicht, wie hoch das geht. Ich habe schon Leute gesehen mit Paragon Level 400 noch was. Die haben das deutlich erhöht. Ich habe keine Ahnung, wo die Grenzen sind. Auf jeden Fall kann man mit einem Stufenaufstieg zuerst hier bei der Basis, kann man einen Punkt vergeben. Also zum Beispiel einmal auf Stärke. Dann hält man 5 Stärke plus. Aber worauf ich hinaus wollte, man kann hier
Ja, ich zeige einfach mal alles kurz. Offensiv ist zum Beispiel ganz gut. Kritische Trefferchance, weil wenn man dauerhaft, sage ich mal, kritisch trifft, hat man halt massiven Schaden, den man zusätzlich erhält, wenn man halt Ringe, Amulette oder so hat, die kritischen Schaden erhöhen machen. Und wenn man die Chance hat höher, dann trifft man fast immer kritisch und damit auch immer sehr tödlich für die Gegner. Ja, Verteidigung ist zum Beispiel hier für den Anfang ganz gut. Widerstände gegen alle Schadensarten, damit man halt gegen Arkanstrahlen, Blitze, Eis und so weiter immuner wird. Und die Lebensregeneration ist auch nicht so verkehrt. Die kann man dann spätestens machen, danach machen, weil dann erhält man halt Leben pro Sekunde wieder zurück. Ist natürlich auch sehr hilfreich. Die anderen Sachen sind auch ganz gut, aber ich finde die beiden jetzt hier sehr wichtig. Dann haben wir bei Abenteuer, naja, Gold von Bonus, das ist für mich unnötig, weil wenn man in einer höheren Qualstufe spielt, bekommt man sehr, sehr viel Goldbonus und wenn man im anderen spielt, bekommt man nochmal Goldbonus dazu und man kann ja selber sich mit Edelsteinen ausrüsten, um Goldbonus zu erhalten oder Rüstungen oder so. Also von daher ist Gold von Bonus eher unnötig. Dann natürlich hier, Leben pro Treffer ist sehr wichtig, weil wenn man die Gegner trifft, erhaltet man wieder Leben dazu. Das ist sehr wichtig. Ja, und dann kann man hier danach Flächenschaden, Ressourcenkostenreduktion machen, wie man halt selber möchte. Aber das sind so die wichtigsten Sachen ab Level 70, die man dann, was man dann wissen sollte, worauf man sich spezialisiert. Es kommt halt immer auf den Charakter an. Ich habe jetzt natürlich Stärke, weil ich halt ein Kreuzer bin. Es gibt aber auch Zauberinnen, die natürlich Intelligenz brauchen oder je nachdem, was man findet, ob man jetzt offensiver Kämpfer ist oder man spielt eher defensiv, dann muss man selber entscheiden. Nun gut, dann reden wir mal mit Kayana. Es war schrecklich, dort festzustecken. Den Göttern sei Dank, dass ihr gekommen seid. Was macht ihr hier draußen? Ich suche einen Mann, der vom dunklen Zirkel entführt wurde. Der Zirkel? Ich habe gesehen, wie sie jemanden in Leoriks Anwesen hineinzerrten. Vielleicht könnte es der Mann gewesen sein, nach dem ihr sucht. Es könnte sich für euch allerdings als schwierig erweisen, dorthin zu gelangen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich habe den Stab eines mächtigen Schamanen der Kassra gestohlen. Daraufhin sind die Kassra durchgedreht und haben mich bis zu diesen Höhlen gejagt. Ihr könnt den Stab in meinem Wagen im Hochland finden. Wenn ihr ihn zur Kassra-Barrikade bringt, werden sie euch vielleicht passieren lassen. So, sie hat also den Stab der Kassra gestohlen. Und wir müssen uns nun durch die Gegner kämpfen, um den Stab zu Dieses besorgen. Land gehörte einst der Krone. Damit wir zu König Leoriks Anwesen kommen. Nun gut, da haben wir noch einen Marsch vor uns. Aber das kriegen wir auch hin. Wenn wir schon eine Spinnenkönigin platt machen, dann dürfte das das geringste Problem sein. Das war ein neues Wissen. Wir haben ja neue Gegner entdeckt. Die Welkmotte ist ein merkwürdiges Phänomen. Sie ist gewaltig für ein Insekt und ihre Größe erlaubt es ihr, auf unerklärliche Weise eine Energieladung auszustoßen, wenn sie angegriffen wird. Aus diesem Grund haben die meisten ihr genaueres Studium nicht überlebt, selbst viele achtbare Akademiker. Genau genommen solltet ihr das Thema nun besser ruhen lassen. Welkmotte, also eine riesengroße Motte. Neue Schuhe, die aber schlechter sind. Ja, aber die Welkmotte tut uns nichts. Wir haben jetzt ein bisschen neue Ausrüstung bekommen. Halten jetzt ein wenig mehr aus und machen auch ein bisschen mehr Schaden. Was aber auch ganz gut ist, im neuen Gebiet mit dem Stufenaufstieg werden die Gegner ja auch stärker. Man sieht ja oben rechts, da steht ja südliches Hochland und Meister in den Klammern 23, weil das unser Level ist. Dann passen sich die Gegner auch dementsprechend an. Wir haben aber neues Wissen, dann hören wir doch mal rein. Vor langer Zeit verließen fünf Clans des Umbaru-Stammes Teganse und wanderten nordwärts. Nach ihrer Verwandlung zu Khazras waren nur noch einige wenige Älteste in der Lage, Magie zu nutzen und gaben diese Fähigkeit an die Schlauesten unter ihren Kindern weiter. Dies sind die Khazra-Schamanen und sie sind die gefährlichsten Vertreter ihres Volkes. Ja, Khazra-Schaman. Was ich jetzt ganz vergessen habe zu erwähnen, das was wir, worauf ich eigentlich schon vorhin hinaus wollte, man sieht ja jetzt den Hammer und
Die Blitzstrahlen, die mit dem Hammer verbunden sind. Nur Geduld. Das ist das, was ich meinte. Also das, was zwischen mir mein und dem Zorn Hammer ist, dafür nicht aus. Das verursacht jetzt bei den Gegnern Schaden. Und das war halt vorher nicht der Fall. Das ist wirklich sehr effektiv, wie ich finde. Gerade wenn man auf Hammerdienst gehen möchte. Boah, die sind aber wirklich sehr stark, die Viecher hier. Wilde Bestie. Ja, die haben sehr viel Leben. Sehr ein gut. Verdienter Tod. Wir sind schon fast wieder ein Level gestiegen. Das geht jetzt wirklich sehr schnell. Haben wir auch schnell die guten Fertigkeiten. Was ja nicht gerade ein Nachteil ist. Das mit dem Hammer gefällt mir jetzt wirklich sehr, dass wir jetzt endlich den haben. Ich habe da verschiedene Sachen ausprobiert und ich finde, mit dieser Fertigkeit, wenn man jetzt Hammerdien ist, ist es einfach am besten, weil man alles, was zwischen den Hammer wirbelt, trifft. Wenn halt diese Blitze auftauchen. Und das funktioniert jetzt hier, sage ich mal, in relativ ruhigen Verhältnissen. Es kommen ja immer noch ein paar Gegner. Sowohl auch nachher auf Qual 3, 4 oder 5, wenn dann halt viele Gegner erscheinen. Aber da muss man halt dementsprechend auch sehr viel Schaden haben und immer gut gucken, dass man halt nicht kritisch getroffen wird. Aber funktioniert eigentlich soweit ganz gut. Natürlich ist es jetzt nicht der Kreuzritter, der am allermeisten Schaden machen wird. Es gibt ja verschiedene Arten. Man kann ja, ich glaube, man kann auf Schwungangriff gehen. Der ist wohl, glaube ich, am besten für kritischen Schaden. Oder man geht auf, wie heißt es denn? Man bekommt eine Fertigkeit, da kann man so Geisterrösser beschwören, die dann immer quasi für eine kurze Zeit angreifen. Da verbraucht aber sehr viel Arkankraft. Die benutzen auch sehr viele hohe Spieler, die Kreuzritter spielen. Aber ich finde den jetzt einfach hier so am schönsten. Entweder hätte ich den so gemacht wie so, ja, entweder auf Schild oder auf als Hammerdien und ich finde halt Hammerdien einfach klassisch. Ein Muss, sage ich mal. Wenn man Diablo 2 gespielt hat. Und daher habe ich mich halt für den Hammerdien entschieden. Nun gut, wir sind voll, aber zunächst einmal hören wir uns das Buch hier an. Kasra-Köpfe gesucht. Die ansässigen Kasra-Stämme werden zu einer echten Bedrohung. Sie greifen Karawanen an und dringen in Gebiete vor, in denen sie bislang nicht gesehen wurden. Ihr müsst euch für uns um dieses Problem kümmern. Wir werden euch für jeden Kasra-Kopf 25 Goldstücke zahlen. Ja, wir haben jetzt schon mehrere Kasra getötet, aber wir bekommen kein Gold dafür. Weil die Gegner schmeißen uns ja einfach so freiwillig schon Gold hin, wenn sie sterben. Von daher ist es nicht so tragisch. Kleingeld. Meine Tasche ist voll. Ah ja, wir sind ja voll. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Gerade noch erwähnt. Dann wollen wir mal zurück. Ich muss zurückkehren. Denn wir können ein bisschen... Oh, die Schulterschützer sind wesentlich besser. Konnte ich gerade flüchtig entdecken. Ja. Und den Rest, den können wir jetzt mal wieder verwerten. Und dann können wir mal schauen, ob wir uns was Neues schmieden können. Ja, ich möchte auch das Legendäre wiederverwerten. Dann bekommt man hier immer halt für unterschiedlichen... Habe ich da jetzt gerade was wiederverwertet, was besser gewesen? Mist. Man bekommt halt immer unterschiedliche Sachen. Für die blauen hier bekommt man exquisite Essenzen und für gelbe schillernde Tränen und natürlich für Set oder legendäre Items
hier diese seltenen feurigen Schwefel. Also früher waren die zumindest sehr selten. Weil man halt, wenn man was Legendäres gefunden hat, was sehr selten war, das dann ungern eingeschmolzen hat. Also wiederverwertet hat. War ja eher was Besonderes. Hat der denn wieder... Ne, der hat nichts in der Kiste. Dann schauen wir doch mal, was wir herstellen können. Wir sind jetzt Level 24. Dann sollten wir auch gucken, was so in unserer Level-Reichweite ist, sage ich mal. Natürlich Zweihänderwaffe. Ich glaube, ich sollte hier mal die Einhänder wegmachen, weil wir werden dauerhaft auf Zweihandwaffe gehen. Weil wir können ja eine Zweihandwaffe und ein Schild nehmen. Dann, dadurch sind wir einfach stärker. Dann versuchen wir uns doch mal an so einem Flegel. Level 21er Zweihandflegel. Ja, wir verlieren zwar Zähigkeit und Heilung. Aber wir haben jetzt in unserer Waffe Vitalität und eigentlich in einer Waffe muss nicht zwingend Vitalität oder sowas sein. Natürlich in der Waffe immer gut, normalerweise ein Sockel, Angriffsgeschwindigkeit und Stärke. Und Leben pro Treffer. Aber für den Anfang reicht uns natürlich vollkommen Stärke in einer Waffe. Ja, fast ja, 435 vorher, 524. Das hat sich ja ordentlich gelohnt. Dann schauen wir mal weiter. Wir können eine bessere Hose herstellen. Oh, die ist auch sehr viel besser und sogar mit einem Sockel. Also jetzt fängt es so langsam an, dass wir wirklich gute Sachen bekommen. Oh, wir haben ja noch eine Level 3 Rüstung. Dann müssen wir mal ganz dringend eine Rüstung schmieden, eine Level 20er. Die kann nur besser sein. Die hat mehr Vitalität, aber weniger Schaden. Vielleicht eine mit Vitalität und Stärke. Ja, oder so. Mit 32 Stärke und mit 2 Socken ist natürlich sehr viel besser. Und jetzt sehen wir auch schon schicker aus. Dann schauen wir uns mal weiter um. Ein Gürtel, Level 24er. Ja, das muss halt auch manchmal sein, dass man hier schmiedet, damit man auch gut vorankommt. Weil die Gegner halt auch immer stärker werden. Ja, der ist sehr viel besser, der Gürtel. Also jetzt haben wir gerade sehr viel Glück. Ja, die Handschuhe sind nur 2 Level besser und wir haben jetzt Angriffsgeschwindigkeit, Stärke und Vitalität drin. Das lohnt sich nicht. Jetzt da muss ich sehr viel schmieden, damit ich was Besseres hinbekomme. Schild könnte was werden. 10 Level stärker. Also da bräuchten wir nicht so viel Glück. Versuchen wir es trotzdem noch einmal. Nee. Ein letztes Mal, ich glaube, dann können wir auch gar nicht mehr. Ja, das hat jetzt mehr Schaden, aber 4,2 weniger Zähigkeit. Ja, jetzt muss man irgendwie die Mitte finden. Oder wir nehmen dann doch das Schild hier und das hat ja einen Sockel und dann bauen wir dann einen roten Stein ein, damit wir den Schaden wieder das dazu bekommen. Das Böse schläft nicht. Das sollten wir auch nicht. Ja, wir brechen ja gleich auf. Das Schild kann aber nicht unser Tempelritter tragen, denn es ist nur für Kreuzritter gedacht. Naja, dann machen wir das hier mal schnell weg. Oh, ich würde am liebsten noch so vieles gucken, aber... das ist immer ein bisschen schwierig. Die Stiefel... Nee, komm, lassen wir das jetzt... Schauen wir in einem späteren, in einer späteren Levelstufe nochmal rein. Wir können die Kiste mal um 1 aufwerten. Ein bisschen mehr Platz. Die Schmiede vielleicht direkt auch mal. Einmal zumindest. Ja, aber jetzt sind wir auch fast pleite. Müssen wir wieder ein wenig warten. Aber wir haben ein bisschen besseres Equipment.
wenn man guckt, jetzt sehen wir so ein bisschen aus wie so ein goldener Ritter oder wie so ein bisschen wie so ein König, nur halt die Waffen, das Schild ist nicht so sehr königlich, also vom Aussehen her. Aber die Rüstung sieht schon nett aus. Nicht besser. Bevor wir jetzt da zum Leuchten gehen, haben wir hier den Wachturm. Der Wachturm ist auch nicht immer da. Also dieses Gebäude hier, die Höhle. Die machen wir auf jeden Fall, weil da sind sehr viele Champion-Gegner. Und die schmeißen uns ja bekanntlich öfters mal was Schönes hin. So habe ich zumindest die Hoffnung. Ja, das klappt ja jetzt echt sehr schön mit der neuen Waffe. Jetzt machen wir ja noch mehr Schaden. Entwickelt sich ja alles in eine gute Richtung. Wollen wir die Kultisten hier mal beseitigen? Und Akt 1 ist auch nicht mehr so lange, also nicht mehr so groß. So viel gibt es in Akt 1 auch nicht mehr zu tun. Jetzt, nachdem wir die Bruchstücke gesammelt haben, ging das dann, also seit dem ersten Bruchstück schon ziemlich schnell das Ganze im Voranschreiten. Aber das ist ja nur Akt 1, es warten ja noch 4 weitere auf uns und noch sehr viele, sehr, sehr viele Missionen und viel Lauferei. Aber dafür spielt man dieses Spiel auch, ja. Man hat ja auch Spaß dabei, am Monster metzeln und Bosse bekämpfen. Und ich meine, die Abenteuermodus, klar, man kann jetzt im Abenteuermodus hier in dem Spiel seit der Erweiterung auch vieles Neues probieren, also Nephalem-Portale, verschiedenen Schwierigkeitsgraden, aber im Endeffekt, wenn man das jetzt wirklich so intensiv spielt, merkt man später auch nicht mehr den großen Unterschied. Also es ist im Endeffekt auch immer fast das Gleiche, was man macht. Und man merkt es dann auch nicht mal mehr, weil ja, man hat das Ziel einfach, Gegner, also Elite-Gegner zu töten, Sachen sammeln und das Ganze zu machen, bis der Boss kommt. Und der Boss wirft dann halt zufällige Items ab und manchmal so einen Prüfungsstein, da macht man so, dann kann man eine Prüfung machen. Aber dazu komme ich am Ende. Am Ende, wenn wir hier mit der Kampagne durch sind, machen wir auch einmal so eine Runde oder vielleicht zweimal Abenteuermodus, um das auch mal ausführlich zu zeigen. Was das eigentlich denn damit auf sich hat. Weil man soll ja nicht denken, wenn man jetzt Akt 5 später durchgespielt hat, dass das Spiel dann vorbei ist. Sondern man hat noch viel mehr Möglichkeiten. Und wie ich auch schon erwähnt habe, dass man steigt ja ab Level 70 Paragon Level. Und den höchsten, den ich mal gesehen habe, der war kurz vor 500, ich glaube 495 oder so. Und ich weiß es gar nicht, ob es da überhaupt ein Ende gibt. Heißt es da oben links die Ecke, aber ich glaube kaum, dass da jetzt noch was ist. Diese Höhle ist sowieso immer sehr random, also sogar eher selten. Also werden hier eher keine Schriftstücke in irgendwelchen versteckten Ecken liegen. Sofern ich weiß. So, hier ist der Durchgang. Angst, wenn ihr kämpft? Nein, ich verspüre Angst vor der Schlacht und danach. Nur wenige würden das so offen zugeben. So, und was uns in Wachturm Ebene 2 erwartet und ob wir den Khazra Zauberstab ohne große Komplikationen an uns reißen können und damit wir nach König Leorix Anwesen reisen können, um Magda aufzuhalten, das erfahrt ihr übermorgen in einer neuen Folge von Diablo 3, denn wir sind jetzt am Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen hoch da und ich würde mich freuen, wenn ihr übermorgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss.